Hallo Jeroen. Hallo Arne. Wir sind hier bei mir auf meinem ChessBase 16 Programm, allerdings noch mit einer etwas älteren Database, die von 2020. Aber das macht nichts, denn wir benutzen ein neues System oder eine neue Fertigkeit von ChessBase 16, den Suchbeschleuniger. Was ist denn der Suchbeschleuniger, bitte? Der Suchbeschleuniger ist eine Hilfsdatei, was ChessBase 16 verwendet, um schnell durch große Mengen Dateien Stellungen zu suchen. Okay, das bedeutet, jetzt haben wir mal die, ich sag mal E4, E5, Läufer C4, spiele ich sehr gerne. Ist vielleicht nicht ganz so häufig genutzt von den Großmeistern, allerdings, wenn ich jetzt auf die Referenz klicke, dann sucht er mir in der Mega Database aus 8 Millionen Partien, die Genau. so gespielt wurden, in Und Sekundenschnelle. er durchsucht nicht nur die Partien, er sammelt auch Statistiken über diese Stellung. Ah, da haben wir es, Also genau. zum Beispiel die Erfolgsquote oder die Popularität der Züge und auch in was für Endspiel das endet. Ah, okay. Turm gegen Turm war das da angezeigt. Und das ist die Genau. Popularität, wie häufig die gespielt wurde. Sehr Genau. interessant. Und die Und Variation. Ah. jedes Mal, wenn du einen Zug machst, fängt er an, auf neu zu suchen, durch jede Partie, jeden Zug, von vorne bis hinten. Was bedeutet das Rote und das Grüne hier? Als Rot ist, da muss man ein bisschen aufpassen, ist entweder nicht so oft gespielt oder doch nicht die starkere Spieler. Grün ist eigentlich, was sehr gut ist zu spielen, was eine gute Erfolgsquote hat. Dann klicke ich da mal drauf. Aha, und dann gibt er mir sofort die zwei gespielten Züge dieser Variante nach vorne. Genau, man kann darauf klicken Ah. und damit weiter deine Eröffnung erforschen. Und alle Partien werden hier angezeigt. Also der Suchbeschleuniger gibt mir alles aus der Database mit allen Daten rundum dran in Sekundenschnelle. So kann man es Genau, so ein bisschen der zusammenfassen. Suche, ja. Okay, das geht jetzt allerdings wahrscheinlich nur für, also so ein Suchbeschleuniger geht jetzt nur für die Referenz und für Endspiele ist das wahrscheinlich nicht zugänglich, wenn ich eine. Das ist ja sehr, wird ja sehr häufig studiert mit Endspielen oder wenn ich ein Endspiel haben möchte oder sowas. Es ist egal, Eröffnung oder Endspieler, du kannst es auch für Endspiele verwenden. Und ich kann dir gerne zeigen, wie man das macht. Bitte. Bitte schließe das Fenster hier. Okay. Und wir können zum Beispiel Suche nach einem bestimmten Endspielmaterialverteilung. Okay. Davor klicke Auf der Mega bitte rechts Database. auf der Maker Database, genau. Okay, Suche. Da war Regina Porcorna das letzte Mal, aber das brauchen wir nicht. Erweitert nehme ich mal an. Genau. Genau, und dann das Materialfenster. Das sind natürlich all die Kann man Funktionen, die wir eigentlich, schon kennen. Und hier bei genau, Material könnte man kann man eingeben. definieren, zum Beispiel einbauen für jede Farbe, können wir natürlich immer, Lass mal und dann zwei wird nehmen. er suchen, dann kann man auch zwei nehmen, dann wird er suchen nach jeder Partie, die diese Materialverteilung hat, nach jeder Stellung, Oh Gott, die ganzen wo es Optionen hier. Guck vorkommt. dir das an. So, wichtig hierbei ist natürlich einfach nur einen Haken mal Material reinzumachen und bei Filter benutzen, denn die Partiedaten wollen wir natürlich nicht haben oder Kommentare oder solche Geschichten. Genau. Okay. Ja, ich drücke mal auf OK. Gut, und Okay. du brauchst nicht lange warten, weil das sind jetzt schon alle Partien. Klick mal auf eine Partie, wenn du willst, und du wirst dann sehen, dass es dann Ich sofort will eine aktuelle. dahin springt. Okay. Rasmus Svane, na, das ist doch toll. Guck mal, da ist die Stellung: zwei Könige und jeder hat zwei Bauern. Okay, ich möchte noch Und. eine andere. Das ist phänomenal. Das heißt, auch Das ist fürs ein Bruchteil von Endspieltraining ist Sekunden. alles abgesegnet hier. Genau. Von Toll. vorn bis hinten durchsucht er alles. Okay, ja, das ist also der Suchbeschleuniger. Beeindruckende Geschwindigkeit. In Sekundenschnelle kann man die Partien jetzt heraussuchen und finden, um sich zu verbessern beim Schachspielen.
Vielen Dank, Jeroen, für deine Hilfe. Gerne.